dass so viele hier erschienen sind. Das ist ein gutes Zeichen, dass so viele verschiedene Organisationen heute hier sind, um den Stimmlosen eine Stimme zu geben. Denn in diesem verfluchten System, in dem wir leben, in dieser Fraßgesellschaft, können wir nur etwas erreichen, wenn wir gemeinsam gegen das System vorgehen. Wenn wir an diesem System nichts ändern, wird die Welt sehr bald zugrunde gehen. Die Tiere sind evolutionsgeschichtlich unsere älteren Geschwister. Wir alle, Menschen und Tiere, könnten eine wunderbare große Familie sein. Uns alle verbindet das Band des Lebens. Die Erde ist, prosaisch ausgedrückt, unser aller Mutter. Diese Familie könnte in Harmonie zusammenleben. Aber dies ist nicht der Fall. Ein Familienmitglied ist drauf und dran, die eigene Mutter zugrunde zu richten. Ein Familienmitglied verübt Tag für Tag milliardenfachen Mord an seinen Geschwistern. Ich spreche von uns Menschen. In wenigen Jahrzehnten werden die letzten Regenwälder vom Antlitz der Erde verschwunden sein. Für immer. Sie werden niedergebrannt sein, abgerodet, weil wir aus dem Holz der Bäume Fensterrahmen, Möbel oder Papier machen. Weil Plantagen mit sogenannten nachwachsenden Energien, mit Weideflächen für Rindern angelegt werden oder Futtermittel für die Massentierhaltung dort angebaut wird, wo früher ein uraltes, intaktes Ökosystem war. In wenigen Jahrzehnten werden die Weltmeere nur noch eine verdreckte Kloake der menschlichen Zivilisation sein. Die großen Fischschwärme und die meisten Arten von Meeresbewohnern werden für immer verschwunden sein, weil sie der weltweiten Nachfrage nach Speisefisch und Fischmehl als Futtermittel in der Massentierhaltung zum Opfer gefallen sind, weil die Ozeane zu Mülldeponien gemacht wurden. Schon jetzt schwimmt 6-mal mehr Plastik als Plankton in den Weltmeeren. Die Industrie lässt ihre chemischen Abwässer auf hoher See verklappen oder über die großen Flüsse einleiten. Landwirtschaftliche Abwässergülle, die Abwässer aus Milliarden von privaten Haushalten, die Abwässer der Industrie. Die Weltmeere machen 71% dieser Erde aus. Und sie liefern 70% des Sauerstoffs, den wir Menschen und Tiere atmen. Aber bald müssen wir sagen, goodbye Waterworld. Dann ist es vorbei. In wenigen Jahrzehnten werden auch die meisten Tier- und Pflanzenarten für immer verschwunden sein, weil der Mensch durch sein unverantwortliches Handeln sie ausgerottet hat. Weil er aus der Erde einen Planeten des Menschen gemacht hat. Trostlos, öde, überbevölkert. Überbevölkert von der Spezies Homo sapiens, dem weisen, wissenden Menschen, dass ich nicht lache, der aber sein Wissen missbraucht in einem totalen Krieg, in einem noch nie dagewesenen Vernichtungsfeldzug gegen seine Mitlebewesen. Die Menschheit überführt die heutige Welt sukzessive in eine reine Menschenwelt. Dieser Planet wird auf eine Welt reduziert, die ausschließlich für die menschlichen Belange da ist, in welcher die letzte vorhandene Restnatur künftig nur noch in künstlichen Parklandschaften zu sehen ist und tierisches Leben ausschließlich in Tierghettos, Zoo oder in der Massentierhaltung vorhanden sein wird. Das Ökosystem Erde ist am Kippen. Es ist krank, genauso wie der Mensch, der dafür verantwortlich ist, dass Tag für Tag mittlerweile 150 Arten aussterben. In wenigen Jahrzehnten wird auch der Mensch die übrigen Grundlagen vernichtet haben. Durch Emissionen aus Industrie, durch die Energieversorgung, durch die Landwirtschaft, durch den weltweiten Verkehr, durch die privaten Haushalte. Er wird diese Erde in ein Treibhaus verwandelt haben. Er wird Luft,
Boden, Grundwasser und die Ozeane vergiftet haben. Und er wird die letzten Naturparadiese und Refugien vieler Tier- und Pflanzenarten ebenfalls zerstört haben. Meine Damen und Herren, liebe Mitdemonstranten, damit nicht genug. Die Unterdrückung und Ausbeutung und Ermordung von Tieren hat ungeahnte Ausmaße angenommen. Wir haben die Tiere um alles beraubt. Wir nehmen ihnen ihre Würde, ihre Freiheit, ihr Leben. Menschen verüben Tag für Tag milliardenfachen Mord an ihnen, in der Massentierhaltung und in den Schlachthäusern, weil ihre Gier nach Fleisch, Milch, Käse und Ei größer ist als ihr Mitleid für die geschundene Kreatur. In den Pelzfarmen, weil es immer noch Männer und Frauen gibt, die diese verdammte Luxusmode befürworten, um zu zeigen, dass sie ein ganzer Mann sind, dass sie eine attraktive Frau sind. In den Tierversuchslaboren, wo die Nachahmer, die NS-Verbrecher, Mengele für einen fraglichen Fortschritt, für überhaupt keinen Fortschritt, wehrlose Tiere verbrühen, verbrennen, verstümmeln, verätzen, aufschneiden, ihnen die Knochen brechen und ihnen Elektroden in die Hirne bohren und vieles mehr. In den Stierkampfarenen, in denen für den Pöbel, der sich daran aufgeilt, Tiere zuerst gefoltert werden, um sie anschließend hinzurichten. Und in den Jagdrevieren der Menschen, auf hoher See, wo Hektartonnen von Fischer Tag für Tag am Haken hängen und daran zugrunde gehen. Oder einen langsamen Erstickungstod sterben oder lebendig aufgeschlitzt und ausgeweidet werden. In Wald und Flur, wo die selbsternannten Götter über Leben und Tod diese grünen Bastarde, die letzten frei lebenden Wildtiere mit Fallen, Blei und Schrot ermorden oder verstümmeln. Liebe Mitdemonstranten, würden wir das Stöhnen, Winseln und Seufzen all dieser Mitlebewesen hören und ihre flehentlichen Blicke sehen, wir könnten es nicht ertragen, wir würden alle wahnsinnig werden. Viele von uns sind am Ende ihrer psychischen Belastbarkeit angekommen, weil wir um all diese Dinge wissen und weil wir mitleiden, weil wir buchstäblich selbst leiden an dem, was den Tieren begangen wird. Meine Damen und Herren, wir alle wissen um diese furchtbaren Dinge. Wir wissen, dass die Erde durch den Menschen zugrunde gerichtet wird. Wir wissen von dem Megamord an den Tieren. Niemand kann wie 1945 sagen, er habe von dem allen nichts gewusst.